Der Sex mit der ersten ist dann im Gegenteil eher wie? Nicht Schmusesex, aber da mag ich so intensiveren, längeren Sex gerne haben. Ja? Und bei der anderen merke ich, die ist auch schnell so auf Quickies aus. So, ja? Die mag so kurz und knackig und richtig doll und dann... Mehr Gefühl kriegst du natürlich dann bei der längeren Nummer. Das ist halt immer so schwierig für Männer. Also mal ist 5 Minuten cool und mal sind 20 Minuten geiler. Wenn der Sex so unterschiedlich ist und sich eigentlich ja ziemlich ideal ergänzt, gibt es da bei dir nicht die Fantasie, es doch mal zu dritt zu versuchen? Also wenn die jetzt so unabhängig wäre irgendwie und das wären jetzt wirklich nur Affären, dann glaube ich, hätte ich das doch vielleicht schon vorgeschlagen, ja. Aber so ist es einfach unheimlich schwierig, weil ich einfach hier oben, so, also ich glaube, sobald die vor mir stehen würden zu zweit, weiß ich nicht genau, dann weiß ich nicht genau, wie ich... Ich glaube, da wirkt der Bus noch. Mit spontaner Impotenz reagieren. Impotenz, Schweigsamkeit, Kopf in den Sand stecken. Ich weiß nicht, irgendwie so in der Richtung. Was glaubst du denn, wie es denen geht? Ich glaube, am Anfang war das für beide so okay. Und jetzt arbeiten sie beide darauf hin, dass ich mich doch entscheide. Was die erste Dame betrifft, so habe ich hier als kleine Überraschung einen Brief von ihr, den sie mir geschrieben hat und ich würde ihn dir jetzt gerne vorlesen. Liebe Paula, ja. Ich habe mich in Jerome verliebt und das bringt mich etwas durcheinander, weil wir nur eine offene Beziehung führen. Seine verrückte, liebenswerte Art, sein Lächeln und seine Offenheit zeichnen ihn aus. Er ist ein toller Mann, mit ihm kann ich über alles reden und das bedeutet mir sehr viel. Deshalb kann ich diese Beziehung auch nur akzeptieren, da ich von Anfang an wusste, woran ich bin. Ich hoffe einfach, dass wir weiter über alles reden können und wir vielleicht bald eine richtige Beziehung führen. Das ist ja auch die Liebe, die sich jetzt auch so entwickelt hat in den letzten Monaten und Wochen. Also die ist intensiver geworden, die ist gewachsen. Was gibt dir denn die andere, dass du nicht loslassen kannst? Manchmal fühle ich mich halt gerade der anderen zu der flipperigen, mit der Party-Einstellung hingezogen, weil mich das natürlich so ein bisschen auch wieder... Wenn euch das Thema gefallen hat, dann abonniert doch bitte meinen Channel und zwar entweder hier oder hier oder da. Dein erstes Mal, dein erster Orgasmus, Lieblingsstelle, Sexspielzeug, wie viel Sexpartner?